Oktober 2017 habe ich mir dieses Kickbike gekauft. Und nach einer kurzen Aufbauzeit ist es auch schon fahrbereit. Ich sag mal so, eine Stunde braucht man ungefähr. Gerade die Feinjustierung der Bremsen braucht etwas Fingerspitzengefühl, ist aber alles kein Hexenwerk. Und jeder ist, glaube ich, in der Lage, dieses Kickbike dann aus dem Karton fertig zu montieren. Ein wesentlicher Vorteil dieses Kickbikes ist natürlich der Transport. Ich habe durch den Kastenwagen natürlich andere Möglichkeiten. Hier brauche ich die Räder nicht rauszumontieren. Gerade das Vorderrad ist sehr einfach mit einer Schnellspannnarbe rauszunehmen. Es wiegt 10 Kilo und es ist wirklich extrem handlich und man ist sofort einsatzbereit. Ich nutze das Kickbike insbesondere für Fahrten in der Stadt. Man ist schnell, wendig und man kann das Kickbike eigentlich fast überall mit hinnehmen. Also wer in den Supermarkt zum Einkaufen geht, ich hatte noch nie Probleme, dass mich der Filialleiter gebeten hätte, das Kickbike wie ein Fahrrad abzuschließen. Man ist wirklich relativ schnell damit unterwegs und ich sag mal, wenn man so normal fährt, sind Geschwindigkeiten zwischen 12 und 15 km/h aus Muskelkraft sehr leicht zu erreichen und auch zu halten. Es ist natürlich deutlich anstrengender als Fahrradfahren. Das muss man sich immer bewusst sein. Und wenn es bergauf geht, dann ist es wirklich anstrengend. Deswegen ist ein regelmäßiger Wechsel des Trittbeines die logische Konsequenz. Mit ein bisschen Übung hat man das aber schnell raus, wie das geht. Sobald es bergab läuft, ist man richtig schnell und Geschwindigkeiten zwischen 30 und 40 km/h sind sehr schnell zu erreichen. Aus meiner Sicht ist es sehr gesund. Man beansprucht wirklich viele Muskelgruppen. Das fängt an von den Waden, Oberschenkeln, Gesäßmuskulatur. Aber Rücken, Oberkörper und Arme sind natürlich auch davon betroffen. Und ich mache einen Bürojob und ich finde es wirklich als sehr schöne Rückenübung mit dem Kickbike unterwegs zu sein. Auf diesem Kickbike, obwohl ich sehr groß bin, habe ich nie Rückenschmerzen, Schulterschmerzen oder sonst was. Ganz im Gegenteil, nach einem Bürotag freue ich mich richtig auf das Fahren mit dem Kickbike. Das Rechtliche, wo man mit dem Tretroller fahren darf, ist natürlich auch wichtig. Grundsätzlich gelten für die Benutzer vom Tretroller dieselben Regeln für Fußgänger. Das heißt im Umkehrschluss, ich darf überall mit dem Kickbike da fahren, wo das Fahrradfahren nicht erlaubt ist, also auf Gehwegen. Ich darf aber auch die Straße benutzen, wenn kein Gehweg oder Seitenstreifen zur Verfügung steht. Also sprich, ich bin total flexibel. Ich nutze das auf der Straße sowohl als auf Gehwegen oder auch in Fußgängerzonen. Und bisher hatte ich noch nie negative Erfahrungen mit Fußgängern gemacht oder gar mit Ordnungshütern. Von daher ist das alles echt super einfach und flexibel zu handeln. Ob man einen Helm aufsetzt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Klar, man kriegt Geschwindigkeiten auf dem Kickbike drauf, dass vielleicht ein Helm sogar sehr sinnvoll sein kann. Bei Fahrten durch Fußgängerzonen oder auf Gehwegen ist das oberste Gebot, auf die Fußgänger zu achten und hier nicht unnötig zu provozieren. Aufgrund der aufrechten Fahrweise wird man auch gut im Straßenverkehr gesehen. Und man hat so mehr die Höhe eines Fahrradfahrers und hier Fußgänger achten auf einen. Und auch im laufenden Verkehr kann man sich gut einreihen.
Der Tretroller ist mit zwei V-Brakes als Bremsen ausgestattet, eine Vorder- und eine Hinterradbremse, die auch wirklich einen guten Job machen. Wenn es mal schneller bergab geht und muss spontan bremsen, dann können die richtig kräftig zupacken. Muss man natürlich wie beim Fahrradfahren auch aufpassen, dass man nicht ein Salto vorwärts macht. Die Technik ist relativ simpel und hier ist auch wirklich nur die Bremsen regelmäßig zu warten beziehungsweise immer mal wieder zu schauen, dass die Schrauben alle einen festen Sitz haben. Ansonsten sind keine Teile verbaut, die einer regelmäßigen Wartung bedürfen. Den einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist das Befahren von Bordsteinkanten. Hier hätte das Trittbrett bzw. der generelle Rahmen etwas höher sein müssen und man muss aufpassen, über welche Bordsteinkante man fährt. Bei eckigen Bordsteinen ist es ein No-Go, man setzt auf und man beschädigt sich unten den Lack, zerkratzt sich das alles. Als es dann früher wurde, ist es wieder wärmer geworden und ich habe einige Fahrten dann auch im Feld unternommen, wie man hier sieht, und trotz der schmalen Bereifung ist es auch möglich, auf Feldwegen entspannt zu fahren. Das Fazit fällt überwiegend positiv auf. Es macht Riesenspaß, es ist ein tolles Vorankommen, man ist in der Stadt flexibel und schnell unterwegs. Mit seinen 10 Kilo Eigengewicht kann man das Kickbike überall mit hinnehmen und tragen. Es ist deutlich anstrengender als Fahrradfahren, aber für Leute, die vielleicht keine Lust mehr haben auf Rückenschmerzen beim Fahrradfahren, Gesäßschmerzen oder haben Probleme mit den Gelenken, ist es wirklich eine tolle Alternative zum Fahrrad und ich kann es rundum empfehlen. Ich fahre das Kickbike jetzt seit einem Jahr und ich habe bisher keine grundlegenden Schwächen erkannt. Die Technik funktioniert und alles in allem kann ich sagen, es macht von Tag zu Tag mehr Spaß, damit zu fahren. Vielen Dank für das freundliche Zuschauen. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.